Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit dem letzten Messer von dem Messer Contour Pass Around von der Firma James. Wieder eine schöne Verpackung aus Pappe und Holz. Die hier hat der Andi leider aufgemacht. War natürlich sein gutes Recht, nicht falsch verstehen. Aber jetzt seht ihr auch mal, was das Problem dabei ist. Das Ganze hält dann einfach nicht mehr gescheit. Und deshalb, wie gesagt, ich würde mir wünschen, oder wie einem der letzten Teile gesagt, ich würde mir wünschen, dass das nicht so eine First-Cut-Öffnung wäre, sondern dass es einfach festverklebt ist und eine reine Rausschiebeöffnung hätte. Ja, das Modell heißt Chapter, kommt wie die anderen auch in dieser Packung wieder dabei. Eine Filztasche, Anthrazit, grün, finde ich richtig cool. Grün als Firmenfarbe, Corporate Identity gelungen. Auch hier Holzverpackung, finde ich auch sehr schön, wenn die Hersteller dann die paar Euro noch in die Hand nehmen. Drin das Messer nochmal in einer Plastikfolie verpackt. Hätte man sich sparen können, ein bisschen weniger Plastik in die Umwelt bringen, ist nie verkehrt. Und das ist dann das gute Stück. Und auch hier sehen wir beim Daumenpin wieder die grüne Farbe. Finde ich richtig cool. Gibt ja viele Titan-Framelock-Folder, aber mit so einem grünen Akzent macht dann auf jeden Fall nochmal was her. Wir haben hier ein ziemlich interessantes Design, ziemlich kantig und trotzdem rund. Sieht man relativ selten. Also ich meine, Titan-Framelock-Folder gibt es ja massenhaft auf dem Markt. In dieser Form habe ich jetzt noch keins gesehen. Was ein bisschen problematisch ist, ist hier der Daumenpin. Da braucht man ein bisschen Übung, da die Aussparung da relativ wenig Platz lässt, um an den Daumenpin zu kommen. Aber es lässt sich auf jeden Fall noch öffnen. Also das ist nicht das Problem. Ja, dann haben wir hier einen leichten Hohlschliff in der Klinge. Die Klinge ist übrigens aus D2. Und auch für die anderen Angaben wie Länge, Größe, Gewicht verweise ich einfach mal auf die Homepage von Messerkontor, die ich in der Infobox verlinken werde. Dann haben wir jetzt hier noch eine kleine, ob ich da ein bisschen ranzoomen kann, eine kleine Nummer drin. Und auch hier, keine Ahnung, ob das die Seriennummer, Modellnummer oder sonst was ist. Und auf der Rückseite steht dann einfach nur James. Und wir haben, was mir hingegen der ziemlich gut gefällt, den grünen Daumenpin hier durchscheinend. Das finde ich so ein kleines, cooles Highlight. Gefällt mir gut. Wie gesagt, wir haben hier einen leichten Hohlschliff. Die Klinge ist recht schneidfreudig. Der Andi hatte 0,65 mm gemessen. Ich habe es nicht nachgemessen. Ich vertraue ihm da. Habe ein bisschen was damit geschnitten. Das geht in Ordnung. Finde, bei der Größe von Messer wären allerdings 0,5 mm auch nicht verkehrt gewesen. Aber immerhin keine 0,8 mm oder 0,9, wie Benchmade das zum Beispiel macht. Ja, die Griffe, ich hatte es ja schon erwähnt, sind zwar auf der einen Seite sehr kantig von der Form her, also so viereckig, aber trotzdem alles schön abgerundet. Da kann man nicht meckern, das ist gut gemacht. Dann haben wir hier hinten einen, ist das noch ein Backspacer? Gute Frage. Also auf jeden Fall so eine zur Stabilisierung. Hier mal so ein Metallstück drin oder Titanstück drin und sonst ein relativ cleanes Design, komplett offen. Das heißt, es lässt sich auch sehr schön und leicht reinigen. Was mir vor allem richtig gut gefällt, ist, dass auch dieses Messer nicht breit gebaut ist. Also das trägt nicht dick auf, lässt sich also wunderbar, ich sag mal, verdeckt, in Anführungszeichen, oder halt zumindest ohne, dass es halt dick aufträgt, tragen. Ja, was mir dann hingegen nicht ganz so gut gefällt, ist der Clip, der die Höhe von dem Messer fast verdoppelt. Also ihr seht, wir haben hier ein sehr schmales Messer und dann kommt nochmal ein relativ breiter Clip dazu. Da wäre so eine, wie Spyderco, das macht beim UKP Case, so ein ganz gleicher Drahtclip nicht verkehrt gewesen. Der hätte vielleicht ein bisschen besser zu dem Modell gepasst. Der Clip hier ist ein bisschen groß und wuchtig. Vielleicht lässt er sich sogar als Geldclip verwenden. Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Ja, der Lock ist ein ganz kleines bisschen sticky, allerdings noch nicht in dem Bereich, wo ich sagen würde, das wäre schlimm. Eher so in dem Bereich, wo ich sage, das fühlt sich damit sicher an. Also wenn der eingerastet ist, dann dürfte der von selbst sich nicht so leicht lösen. Fällt mir ganz gut. Und vor allem, wir haben hier eine sehr große Aussparung. Das heißt, wir haben hier überhaupt keine Probleme beim Entriegeln. Und die Kanten sind hier auch gebrochen. Das heißt, man kann das wunderbar auch öffnen, obwohl es ein bisschen sticky ist. Also aus meiner Sicht ist dieses leichte Sticky eher so ein Sicherheitsfeature als ein Nachteil. Jo, auch hier haben wir wieder ein bisschen das in Anführungszeichen Problem, dass der Griff ein bisschen länger ist als die Klinge. Ich finde, auch hier hätte man mal so 2, 3 mm mehr rausholen können.
Grifflänge ist völlig ausreichend. Ich habe Handschuhgröße 8 bis 9 und ihr seht, selbst eine 10, vielleicht sogar eine 11, wenn ich nach vorne gehe, vielleicht sogar eine 12 hätte drauf gepasst. Das wird der Stefan vielleicht noch sagen können, wenn er die Messer mal in den Händen hält. Insgesamt finde ich das Messer ganz ansprechend, auch optisch, verarbeitungstechnisch auf jeden Fall. Den Sticky Lock empfinde ich nicht als Nachteil. Den grünen Daumenpin, der gefällt mir richtig gut. Es gibt das Messer in 4 Farben, so wie wir es jetzt hier sehen, mit Titan und einer Heldenklinge, dann mit einem schwarzen Griff und einer Heldenklinge, komplett schwarz und dann noch in der Damastversion. Ich glaube sogar, wenn ich mir es gekauft hätte, hätte ich mir genau die Version geholt. Die gefällt mir zumindest anhand der Bilder am besten. Detent, ihr hört's, hält die Klinge sehr sicher. Also, das geht nicht von selbst auf. Und die Klinge ist ziemlich mittig. Wenn nicht sogar komplett mittig. So, das war es jetzt aber endgültig. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.